Eine Kaffeebar auf drei Rädern. Das Coffee Bike. Entwickelt haben es Tobias Zimmer und Jan Sander. Beide treten derzeit kräftig in die Pedale, um ihren Traum zu verwirklichen, immer und überall Kaffeespezialitäten anzubieten, wie hier in der Fußgängerzone der niedersächsischen Stadt Osnabrück. Ja, ja. Einmal Unterstützung. Ja, 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 gerne. Das ist im Prinzip eine Eigenmischung von uns. Und wir haben das Coffee Bike oder ein ähnliches Konzept das erste Mal 2009 in einem Urlaub in Dänemark gesehen. Wir waren eigentlich sofort begeistert und haben uns gefragt, warum gibt es sowas Tolles in Dänemark und warum gibt es sowas Tolles in Deutschland nicht? Und das war eigentlich so der Punkt, wo wir darüber nachgedacht haben, damit, das könnte die Idee sein. Und das war es am Ende auch. Das Herzstück ist die Kaffeemaschine, eine professionelle Handhebel-Siebträgermaschine. Verarbeitet werden nur Kaffeebohnen, die Tobias Zimmer und Jan Sander exklusiv von einer Hamburger Manufaktur rösten lassen. Total lecker. Wir sind ja spontan stehen geblieben. Ich möchte, das sieht gut aus, hier würden wir gerne Kaffee trinken und wir werden bestätigt durch den guten Geschmack und durch die, ja, es ist schön. Als Kaffee-Junkie ist es wirklich ein leckerer Kaffee. Das Fundament der Kaffeebar ist ein umgebautes Lastenfahrrad, ausgelegt für eine durchschnittliche Zuladung von 220 Kilogramm. Der Aufsatz aus Mahagoni, ein Blickfang. Das Besondere, das Coffee-Bike kommt ohne Wasser- und Stromanschluss aus. Aber wenn man hier so reinguckt, dann sieht man schon eigentlich so die Anfänge der großen Wassertanks, der Frischwasser- und Abwassertanks. Dann ist natürlich hier noch eine ganze andere Menge an Technik versteckt, die das Ganze überhaupt nur möglich machen, ohne Strom und ohne Wasseranschluss eigentlich an jedem Ort der Welt Kaffeespezialitäten zuzubereiten. Da ist so ein bisschen das Geheimnis drin, das, was wir wirklich in monatelanger Arbeit entwickelt haben. Und das Geheimnis behüten wir auch und das bleibt da auch drin. Die Garage von Tobias Zimmers Eltern bei Osnabrück. Hier haben die beiden Schulfreunde den ersten Prototyp entwickelt. Gerade bauen sie das vierte Exemplar zusammen. Aber ohne die Hilfe ihrer Väter, Freunde und einigen Handwerkern hätten sie es nicht geschafft. Schließlich hat ihr Wirtschaftsstudium sie weniger auf die Arbeit im Blaumann vorbereitet, als auf die im Nadelstreifenanzug, den ihre ehemaligen Kommilitonen heute in der Regel tragen. Die haben am Anfang auch geschmunzelt, wenn man sie sonntags abends noch auf dem Bierchen getroffen hat. Und der eine sagte, ich muss morgen wieder mit dem Anzug nach London fliegen. Und ich habe gedacht, ich gehe mal im Blaumann wieder in eine Garage. War das immer ein bisschen lustig. Aber ja, es ist ja auch eine absehbare Zeit, bis wir die ersten zusammen haben. In einem Gewerbepark bei Osnabrück haben Jan Sander und Tobias Zimmer Büroräume gemietet. Die beiden 25-Jährigen wollen ihr Unternehmen zu einer weltweiten Franchise-Marke aufbauen. Es gibt bereits Interessenten aus den USA, China und aus ganz Europa. Das größte Hindernis in Deutschland, eine Verkaufsgenehmigung von den jeweiligen Städten zu bekommen. Die Bürokratie im Hintergrund ist typisch deutsch auf jeden Fall. Das war definitiv eine unserer größten Lessons learned in den letzten Monaten, wie viel Steine uns doch in den Weg gelegt werden, wurden und auch noch werden, um wirklich erfolgreich zu sein, um auch wirklich Arbeitsplätze zu schaffen und auch groß zu werden. Bislang verkaufen sie in Osnabrück und in Hannover. Dort lagern sie auch die Räder und laden deren Akkus auf. Denn jeden Tag muss die mobile Kaffeebar mehr als 10 Stunden ohne Energiezufuhr von außen auskommen. Und mittlerweile auch ohne ihre Erfinder. Jan Sander und Tobias Zimmer kümmern sich ums Geschäft, während insgesamt 10 Mitarbeiter sie dabei unterstützen, immer und überall Kaffeespezialitäten anzubieten.